Hallo zusammen und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Bunkerfilms. Ihr seht, ich bin wieder mal in der schönen Natur der Alpenpässe, hier am Fuße des Furka-Passes, der momentan leider gesperrt ist, wegen eines Murgangs, der da abgegangen ist. Ich bin jetzt über den Sustenpass gekommen, via Andermatt, Realp, und jetzt stehe ich hier auf der Straße zum Wittenwasserental. Das Urserental. Es öffnet sich nach der engen Schöllenenschlucht und bietet ein natürlich schönes Hochplateau. Vom ersten und größten Dorf Andermatt aus geht es über Hospental nach Zumdorf bis Real. Dort verzweigt sich die Straße Richtung Furka-Pass oder ins Wittenwasserental. Hier fängt unsere Reise an. Das Wittenwasserental ist ein langgezogenes Hochgebirgstal auf 2221 Meter über Meer. Es bietet über den Cavanna-Pass eine Verbindung in das Petretto-Tal. Daher war schon im Ersten Weltkrieg der Pass zu sperren und zu halten. Im Zweiten Weltkrieg wurden dann explizit Bauten vorgenommen. Von Realp aus wurde eine Straße angelegt bis Oberstaffel. Dort wurde eine Gebirgskaserne errichtet für die am Cavanna-Pass eingeteilten Truppen. Zur Versorgung des Passes errichtete man eine Seilbahn mit zwei Sektionen. Bei der Kaserne baute man vier Zufahrtsstraßen für vier mobile Kanonen, um Feuerunterstützung in das benachbarte Petretto-Tal und an den San Giacomo-Pass zu geben. Am Cavanna-Pass errichtete man Gebirgsunterkünfte und Stellungen. Thank you.
Auf halber Strecke des Wittenwasserntals baute man noch eine zusätzliche Kaserne, die etwas mehr geschützt ist. Sie schmiegt sich schön an den Hang an, an den sie gebaut wurde. Das Gebäude ist etwa dreimal so groß wie das im Obersthavel. In Oberkäseren gab es auch zwei kleinere Unterkünfte für Geschützmannschaften, für je zwei Geschütze eine Unterkunft. In der Nähe der Gebäude hatte es vier Geschützstände für mobile 10,5 cm Kanonen. Die Stände A8621, 8622, 8623 und A8624. In welcher Richtung diese gewirkt hätten, weiß ich nicht genau, da die Geschützstände leider schon lange zurückgebaut wurden. Aber auf den Luftbildern von 1946 erkennt man die Stände noch sehr deutlich. Unterhalb der Artilleriestellungen hat es auch noch zwei Munitionsmagazine.
Weiter unten in Ebnen gab es weitere 4 Geschützstellungen und wieder pro 2 Stellungen je eine Unterkunft. Diese sind jedoch privat und daher in einem sehr schönen und guten Zustand. Ich traf einen der Besitzer an und siehe da, ich durfte dort Aufnahmen machen, jedoch anstandshalber beließ ich es bei den Außenaufnahmen. Im Innern gab es aber ein gemütliches Beisammensein. Hier nochmals ein großes Dankeschön an die Besitzerfamilie. Auch zu diesen Stellungen gab es weiter unten nochmals 2 Munitionsmagazine. Thank you.
Etwas weiter unten baute die Armee im Kalten Krieg eine neue unterirdische Unterkunft. Im Jahr 2013 baute man diese zur Asylunterkunft um, wurde aber nur wenige Monate benutzt. Direkt darüber befinden sich Pferdestallungen mit Wachtlokalen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir gehen weiter bis nach Real. Hier finden wir ein kleineres Munitionsmagazin, zwei weitere Geschützstände und das große Munitionsmagazin Bielen. Das Artilleriewerk Fuchseck ist Teil der legendären Gotthard-Befestigung. Auf 1990 Meter über Meer beherbergte die Festung 405 Mann Besatzung. Davon 120 Mann in den umliegenden 12 Flappstellungen und 285 Mann, die Festung betrieben mit ihren 4 10,5 cm Panzerturmkanonen. Gab es ein eigenes Munitionsmagazin mit Munitionsaufzügen zu den Waffen.
Zur Außenverteidigung gehörten auch zwei mit dem Werk verbundene Infanteriebunker mit je 3 Scharten für das Maschinengewehr und 3 Scharten für den Beobachter, das leichte Maschinengewehr. Die Reichweite der 10,5 cm Panzertürme lag bei 22 km. Das heißt, man hätte ohne weiteres bis Innerkirchen, Oberaarhorn, Rekingen, Faido, Sedrun, Amsteg und Engelberg schießen können. Gewaltig! Kurz vor der Passhöhe hat es noch ein paar andere Relikte. An der Furka-Straße hat es noch ein größeres Munitionsmagazin gegeben, dies ist aber heute zugemauert und verschlossen. Am Furka-Blick gab es eine Gebirgsunterkunft für ca. 40 Mann. Darin befanden sich Betten, Küche, Esstisch und Sanitäranlagen. Vorne an der Straße gab es eine Militärseilbahn, die zur Versorgung diente. Etwas weiter unten gab es eine unterirdische Kommandoanlage für die Westfront A8613. Die Seilbahn diente zur Versorgung der Truppen auf dem Pass. Sie führte von der Bahnstrecke hinauf bis zur Straße. Thank you.
Kurz vor der Passhöhe sieht man ein kleines Dorf von Baracken. Während des Zweiten Weltkriegs standen hier die rosaroten Gebäude, die gelben folgten etwas später. Im Kalten Krieg baute man hier auch noch eine Seilbahn zum Furka-Stock. Auf der Passhöhe gibt es zwei Anlagen. A8610 hat eine MG und eine Beobachterscharte und ist Richtung Straße und Artilleriewerk Gallenhütten ausgerichtet. Panzerabwehrkanone hatte der Bunker keine. A8611 hatte zwei MG und zwei Beobachterscharten. Einerseits deckte der Bunker das A8610 ab und andererseits das Artilleriewerk Gallenhütten und die Straße. Auch dieser Bunker hatte keine Panzerabwehrkanone. Thank you.
Beim Furka-Scheitel-Tunnel im Muttbach hat es noch zwei Gebirgsunterkünfte. Je Unterkunft gab es dort Platz für ca. 20 Mann, die den Auftrag hatten, die Furka-Bergstrecke und den Tunnel zu bewachen. Im Innern des Tunnels gab es noch einen Unterstand. Wie groß dieser ist, weiß man nicht genau. Vermutlich nutzt ihn heute die Furka-Dampfbahn. Zu unserem Glück, wie bestellt, kommt auch noch ein Zug der legendären Furka-Dampfbahn, der aus dieser Landschaft zum Glück nicht mehr wegzudenken ist. Richtung Rhonegletscher gab es nochmals Gebirgsunterkünfte, Stallungen, Infanteriebunker und das Artilleriewerk Gallenhütten. Gebirgsunterkünfte konnte ich bei den Dreharbeiten betreten. Leider aus dem traurigen Grund, sie werden ausgeräumt und abgerissen. Hier verschwindet ein Stück über 80-jährige Militärgeschichte. Thank you.
Das Artilleriewerk Gallenhütten war mit zwei 12-cm Kanonen und einer 4,8-cm Panzerhaubitze ausgerüstet. Das Werk sollte die Zugangsstraße zu Furka und Grimselpass abdecken, jedoch hatten die Geschütze ein sehr beschränktes Schussfeld. Das Werk wurde zwischen 1890 und 1893 gebaut. Rund um das Werk gab es auch 6 20 mm Flakkanonen mit dazugehörigen Unterständen. Sie dienten zur Außenverteidigung der Anlage. Zur weiteren Außenverteidigung gab es auch noch 3 Infanteriewerke: Felskopf, Furka 1 und Furka 2. Nun sind wir am Ende unseres Furka-Passes angelangt. Wäre da nicht noch diese Geschichte, die ein ehemaliger Walliser Festungswächter meinem Freund Wendelin erzählt hat. In den Anfangsjahren der Befestigungen auf dem Grimsel- und Furka-Pass habe es immer die Telefonleitung Grimsel, Nägelis, Grätli, Rhone Gletscher, Gallenhütten, Furka-Pass im Winter beim Gletscher weggerissen und unterbrochen. So baute die Armee zur Sicherstellung der Leitungen einen Kabelschutzstollen unter dem ganzen Rhone-Gletscher hindurch. Ob das wohl sein kann? Ob diese Geschichte wahr ist? Wir wollten es genau wissen und suchten Beweise. Wir erhielten viele Hinweise und Fotos vom Gletscher, von der Umgebung, von Türen im Felsen, von Stolleneingängen. All dies untersuchten wir und recherchierten. Die gezeigten Fotos enthüllten sich als Kleinunterstände. Kleinunterstand A8600
und Kleinunterstand A8601. Also geht die Spurensuche weiter. Was wir mal wissen, ist, wo der Unterstand A8615 ist. Nach Erzählungen vermuten wir den Stollenverlauf, wie auf dem Bild zu sehen ist. Wir fanden aber auf der anderen Seite nichts außer einem Feldanschlusskasten und ein Betonsockel mit Seil darum. Ja, liebe Freunde, auf der Suche von diesem Kabelstollen bin ich jetzt hier. Ihr seht, es hat schon ein wenig runtergeschneit. Es ist nicht mehr ganz so warm. Es ist, glaube ich, noch 3 Grad, hat es mir im Auto angezeigt. Ich habe auch die dickere Jacke jetzt angezogen. Und doch hat es mir keine Ruhe gelassen, dieser mysteriöse, sagenumwobene Kabelstollen. Hier auf dem Rest der alten Straße, die neue geht da drüben über diese Galerie jetzt, habe ich jetzt diesen Eingangsstollen, sage ich jetzt mal, gefunden. Also es ist da mehr eine Eingangstür. Wir schauen uns die ganze Sache natürlich mal genauer an. Eben diese massive Gittertür, auch noch mit Holzladenschutz. Man sieht auch deutlich die Lüftungslöcher in den Holzladen und ein einfacher Riegel zum Aufmachen. Herzlich willkommen. Ja, dann gehen wir doch mal rein, schauen, was da drin zu schauen ist. Ja, hier jetzt im Stollen drin geht die Saga, das Mysterium natürlich weiter. Uns ist zu Ohren gekommen, dass angeblich der Eingang zugeschüttet sei. Okay, dann wird man nichts mehr finden. Plötzlich ist uns zu Ohren gekommen aus einer anderen Quelle, ja, der Eingang, also die Türe und der Eingangsbereich, den sehe man noch. Und dann ist innen einfach der Stollen zugemauert worden. Ja, ist auch wieder so etwas, oder? Glaubwürdig oder nicht? Ja, jedenfalls ist es hier so, dass laut Aussagen von jemandem, der da drin gewesen sei, soll der Stollen angeblich nur 1,50 Meter hoch gewesen sein. Und einfach nur so ein Mannsstollen, brauchte auch nicht viel, ging ja nur das Kabel durch vom Telefon. Jetzt ist hier drin aber komisch, dass man wirklich hier so eine Gewölbestruktur sieht. Genau bis hier unten sieht man diese Struktur und ich bin ja jetzt 1,80 groß und ein bisschen größer als das Gewölbe oben. Und vom Boden rauf sind etwa 20 cm oben, das sind etwa 10, also 1,80 minus 30 cm gibt doch 1,50 m. Also
könnte es doch sein, dass hier in diesem heutigen Kleinunterstand, der auch überall als Kleinunterstand deklariert wurde, doch eventuell etwas zugemauert wurde. Weil eben, es schaut hier wirklich schön im Gewölbe so aus und unten ist es auch gerade und hier, das sieht ziemlich nach Beton aus. Was auch komisch ist hier drin, dass in einem Kleinunterstand eine Leitung von außen nach innen kommt. Diese Röhre haben wir gesehen. Gerade oben ist ein Sockel an der Wand, wo mal ein Anschlusskasten montiert war. Jetzt habe ich mich gefragt, wieso in einem Kleinunterstand ein Anschlusskasten vorhanden war. Weiter interessant für mich ist auch dieses kleine Loch unten am Boden. Hat zwar den gleichen Durchmesser, ich habe es gemessen, wie man überall die Bohrstangenabdrücke an der Wand sieht, geht aber ziemlich weit rein. Und überall anders sieht man überhaupt keine Endspur. Wenn man jetzt denkt, dass wir hinten am Stollen sind, wo der fertig ist, definitiv, dann würde man ja überall, wo sie aufgehört haben zu bohren, die Anschlusslöcher sehen, wo der Bohrer aufgehört hat zu bohren, sieht man hier aber nirgends eins. Außer das da unten, aber das da unten, das geht etwa 20 cm rein, habe ich nachgemessen. Also, es ist einfach noch immer ein Mysterium. Ich kann es nicht aufklären, weil eben es ist zugemauert, ich kann es nicht beweisen. Die Schweizer waren großartig im Tarnen. Ob das wirklich notwendig gewesen wäre, hier drin so eine genaue Tarnung zu machen, dass man das nicht sieht, sei auch dahingestellt. Möglich wäre es aber gewesen. Komisch ist ja für mich, dass genau diese Gewölbestruktur so aussieht. Die Höhe von 1,50 m würde auch stimmen. Und Leute, mal ehrlich, wenn ich davor stehe, so. Also ihr seht, ich wäre da ganz sicher geduckt durchgekommen. Also das ist mannsbreit, der Stolleneingang. Also sage ich jetzt mal, die Vermutung könnte möglich gewesen sein, aber dieses Mysterium, liebe Freunde, wird vermutlich nie aufgeklärt werden. Was unsere wahrscheinlichste Vermutung ist, dass das Telefonkabel an einem Tragseil gesichert, den Gletscher überquerte und dann in einen Stollen ging, der ca. 200 Meter lang wäre und dazu diente, das Kabel vor einem abgehenden Schneefeld zu schützen. Potenziell käme am ersten dieses Gebiet als Rutschungsgebiet in Frage. Liebe Freunde des gepflegten Bunkerfilms, hier jetzt bei der Gebirgsunterkunft habe ich noch eine kleine Pause gemacht, mich ein wenig umgeschaut und die herrlich schöne Gebirgslandschaft hier am Furka-Pass genossen. Ja, ihr habt es gesehen, ich habe ja schon zwei Filme gemacht übers Artilleriewerk Fuchseck, da vorne gleich, und übers Artilleriewerk Gallenhütten. Und jetzt die Gesamtfassung einmal von Realp bis nach Gletsch, was es alles gab hier am Rhonepass. Es ist reger Betrieb auf der Passstraße, es ist auch herrlich schönes Wetter bei. 18 Grad, es ist schon frisch, aber trotzdem strahlend schöner Sonnenschein und blauer Himmel. Ja, wir sind am Ende angelangt. Ihr habt es gesehen, es gab da noch eine Überraschung. Diese Überraschung mit diesem Kabelstollen, die kam erst im Laufe der Filmarbeiten und der Recherchen ans Tageslicht, per Zufall eigentlich nur. Und wir haben da gemerkt, diese Zeit, die rückt leider immer näher, da solche Festungswächter in einem Alter sind, wo sie leider unsere Welt verlassen müssen. Und durch dies geht eben auch viel Wissen verloren. Daher genieße ich jede Sekunde, die ich mit solch
wertvollen, wichtigen Leuten noch verbringen kann und diese Sachen zusammentragen kann, was die noch wissen, damit eben das weiterlebt und weitergegeben kann. Ich danke euch fürs Zuschauen bei diesem etwas länger gewordenen Film. Hoffe, ihr hattet die Geduld und aber auch die Freude, diesen Film bis zum Schluss zu schauen. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich danke euch auch für eure Treue, die ihr mir entgegenbringt. Ich bleibe weiterhin für euch unterwegs, so wie ihr mich eben kennt. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter, so wie auch ich. Euer Loma Autor. Tschüss zusammen.